Ofarim hatte erklärt, wegen seiner Kette mit David Stern beleidigt worden zu sein. Dann sagt er, wenn ich die jetzt einpacke, darf ich einchecken. Ich finde aber, ein Thema Antisemitismus darf es keine Neutralität geben. Es war auch, glaube ich, an Medien alles, was man sich vorstellen konnte. Jetzt berichtet die Bild am Sonntag. Überwachungsvideos würden zeigen, dass Ofarim offenbar die Kette mit dem David-Stern nicht sichtbar trug. Und jetzt ist das Internet völlig verwirrt, weil es nicht mehr weiß, ob es ihm vorwerfen soll, einen David-Stern getragen zu haben oder keinen David-Stern getragen zu haben. Dieser Fall scheint zunächst total klar. Der Musiker Gil Ofarim wird antisemitisch beleidigt. Es folgt eine riesige Empörungswelle im Netz und auch in klassischen Medien. Zu sowas muss man doch Haltung zeigen. Doch dann dreht sich der Fall. Hat Gil Ofarim alles richtig dargestellt, was da im Hotel passiert ist? In den sozialen Netzwerken ist das Urteil längst gefallen. Wie konnte ein Selfie-Video die Stimmung in den sozialen Netzwerken so schnell so hochkochen lassen? Und was haben die Medien dabei für eine Rolle gespielt? Noch gibt es keine Entscheidung der Staatsanwaltschaft zum Fall Ofarim. Wir wollen in diesem Film aber auch gar nicht richten, wer wohl schuldig oder unschuldig ist. Vielmehr ist diese Zeit des Wartens jetzt ein guter Moment, um sich die Dynamik der Debatte genauer anzusehen. So kennt man ihn. Gil Ofarim, leidenschaftlicher Sänger und gern gesehener Gast in deutschen TV-Formaten. Er wurde als Kind berühmt, singt, schauspielert und tanzt. Ofarim ist der Sohn des israelischen Musikers Abi Ofarim und bezeichnet sich selbst als säkularer Jude. Im Oktober 2021 jedoch macht er nicht wegen seines Showtalents auf sich aufmerksam, sondern wegen dieses Instagram-Videos. Ich bin jetzt gerade hier in Leipzig, in einem Hotel namens West Inn. Den Namen des Managers am Counter werde ich jetzt nicht nennen. Es war ein Herr W. Ich stehe hier mit meiner Kette, steht mir zu, mache ich schon mein Leben lang. Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich die jetzt einpacke, darf ich einchecken. Ein Antisemitismus-Skandal in einem Leipziger Hotel? Das emotionale Video bewegt User. Auf Instagram wird es schnell millionenfach aufgerufen und von Prominenten kommentiert. Das Video ist der Beginn einer hitzigen Debatte. Wie konnte die so schnell so groß werden? Mit Analysten von NDR Data haben wir uns die Reaktionen im Netz angesehen und drei große Empörungswellen im Fall Ofarim entdeckt. Jedes Symbol steht für eine Äußerung zum Thema. Die erste Welle startet mit Ofarims Video. Der Vorfall soll am Abend zuvor stattgefunden haben. Im Fokus der Aufmerksamkeit befindet sich nun dieser Ort hier. Bei Twitter steht das Urteil am selben Tag schon fest. Persönlichkeiten aus Politik und Medien schlagen sich schnell auf eine Seite. Bisher war ich zweimal zu Gast im West Inn Leipzig. Ein drittes Mal wird es nicht vorkommen. Beschämend und leider kein Einzelfall. Das muss Konsequenzen haben. Lieber Gil Ofarim, wir sind an Ihrer Seite. Und unsere Analyse zeigt, einer dieser Tweets ging besonders viral. Was für eine kranke Scheiße. Der Urheber dieses Tweets will nicht vor die Kamera, aber spricht mit uns am Telefon. Was hat ihn bewegt, das Instagram-Video bei Twitter zu verbreiten? Erstmal natürlich das Thema Antisemitismus. Ist natürlich immer ein großes, wichtiges Thema. Und auch gerade in der, so wie es vorgefallen sein soll, war das natürlich schon sehr heftig. Weitere Ermittlungen hat er nicht abgewartet. So funktioniert der Twitter irgendwie nicht. Ne? Da haut man halt was raus und guckt, wie sich das entwickelt oder eben auch nicht. Aber ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht, dass man eventuell erstmal
das Hotel noch befragt und das dann, weil dann ist es ja auch die Situation eventuell verpufft. Und an seinem Tweet kann man gut nachvollziehen, wie User versuchen, Aufmerksamkeit auf das Video zu lenken. Sie taggen große Accounts, um mehr Reichweite zu bekommen. Ein Ziel der Empörten? Die Hotelbewertungsseiten. Die würden sicher über eine Bewertung auf Google freuen. Haben die ein Rad ab? Flutet deren Bewertungsseite. Das Video von Ofarim wird noch am gleichen Tag von journalistischen Medien aufgegriffen. Bild berichtet geschockt. Tja, in der Tat, da fehlen einem die Worte. Zugeschaltet ist Bildreporter Jerome Nussbau vor Ort. Nussbaum, Jerome, erste Frage. Was sagt das Hotel? Wie rechtfertigt sich das Hotel? Das Hotel hat sich noch gar nicht uns gegenüber gerechtfertigt. Eine Reporterschalte vor dem Hotel. Das Medieninteresse ist groß. Immer mehr Medien steigen ein. Der Vorfall landet in den Schlagzeilen. Dann trifft der Shitstorm auf die Straße. Bei Irena Rudolf-Kokott vom Aktionsnetzwerk Leipzig steht das Handy nicht mehr still. Parallel kamen schon Nachrichten per Signal, Twitter, über alle möglichen Kanäle rein, ob das Aktionsnetzwerk irgendwas macht heute aufgrund dieses Vorfalls. Sie handelt. Heute Versammlung der Zivilgesellschaft, 19 Uhr vor dem West in Leipzig. Die Demo erregt bundesweit Aufmerksamkeit. Heute Abend demonstrierten daraufhin hunderte Menschen vor dem Hotel. Die Organisatoren war überrascht, wie viele Demonstrierende ihrem Aufruf gefolgt sind. Es war auch, ich glaube, an Medien alles, was man sich vorstellen konnte. Fernsehkameras, ZeitungsreporterInnen. Auch jetzt, mehrere Monate später, sagt sie, es war richtig, hier sofort zu demonstrieren. Für mich ist auch wichtig, nach wie vor eine Solidarität erstmal grundsätzlich mit Opfern zu üben. Und Aufgabe von Polizei, Staatsanwaltschaft, aller anderen Ermittlungsbehörden insgesamt ist dann sozusagen aufzuklären, was tatsächlich passiert ist und entsprechend zu agieren. Das ist Aufgabe des Rechtsstaates und der entsprechenden Behörden, nicht unsere. Das Hotel verkündet an dem Tag, dass man die Angelegenheit ernst nehme. Medien berichten, die betroffenen Mitarbeiter seien zunächst beurlaubt worden. Abends zieht das Hotel mit einer Aktion weitere Kritik auf sich. Einige Angestellte stellen sich parallel zur Demo mit einem Banner vor das Hotel. Es zeigt die israelische Flagge und einen Halbmond mit Stern. Eine unpassende Symbolik. Ofarim wurde in München geboren. Eine angemessene Reaktion sieht anders aus. Was an diesem Abend auf der Straße passiert, befeuert die Diskussion im Netz weiter. Beweist ein Selfie-Video allein, dass tatsächlich Unrecht geschehen ist? Und warum haben so viele so schnell Position dazu bezogen? Das wollen wir herausfinden. Mit ihr, Judith Ackermann. Sie ist Netzwerkforscherin, kennt die Dynamiken der sozialen Medien. Sie hat den Fall Gil Ofarim beobachtet. Welche Rolle spielt der Positionierungsdruck gerade beim Thema Antisemitismus? Antisemitismus ist natürlich ein hochbrisantes Thema. Und das ist dann dadurch, dass der Diskurs in sozialen Medien sofort sichtbar ist, ist auch ein Ausbleiben von Positionierung beispielsweise sofort wahrnehmbar. Und das sollte natürlich oder wird versucht in verschiedenen Fällen auf jeden Fall zu vermeiden, was dann dazu führen kann, dass ich vielleicht auch schneller bin mit einer Positionierung. Und sie sieht im Fall Ofarim noch eine andere Besonderheit. Er hat es platziert auf seinem eigenen Account, allerdings auch als eine Nacherzählung. Das führt natürlich dann dazu, wenn die Person selbst das platziert, auf einem Account, wo auch viele Leute eben ihr folgen oder ihm folgen, die sich mit der Person verbunden fühlen, die Haltungen beispielsweise teilen, dass natürlich erstmal eine hohe Glaubwürdigkeit dieses Videomaterials anerkannt wird. Einen Tag später hält die erste Empörung an. Ofarims Sicht dominiert die Diskussion in den sozialen Medien. Er äußert sich jetzt erstmals in verschiedenen Interviews. Zum Beispiel sichtlich bewegt beim Weltnachrichtensender. Sie haben gesagt, es war nicht der erste antisemitische Vorfall, den Sie erleben mussten in Deutschland. Warum haben Sie denn diesen jetzt so öffentlich gemacht? Warum habe ich das gemacht? Es reicht einfach. Enough is enough. Und
Das war vielleicht einmal zu viel. Doch an diesem Tag werden auch andere Informationen bekannt. Die Geschichte wird uneindeutiger. Der beschuldigte Mitarbeiter wehrt sich. Im Fall wird ermittelt. So erklärt ein Polizeisprecher die Lage. Wir haben eine Anzeige des betroffenen Mitarbeiters gegenüber dem Musiker wegen Verleumdung, denn er schildert die Geschehensabläufe anders, als was der Musiker in dem Video geschildert hat. Und wir haben eine Anzeige von ihm wegen Bedrohung gegen Unbekannt. Hintergrund ist das, dass sich gestern die Netzwerke wieder von ihrer hessischen Seite gezeigt haben. Laut Polizei sollen sich Menschen in den sozialen Medien völlig entfesselt gegenüber dem Hotelpersonal geäußert haben. Bis zum Abschluss der Ermittlungen will sich das Hotelmanagement uns gegenüber nicht äußern. Wie gehen Medien mit der neuen Lage um? Am Ende dieser ersten Empörungswelle fällt auf, trotz der neuen Informationen ändert sich bei manchen Medien wenig am Tonfall der Berichterstattung. Ein Journalist steigt sogar extra im Hotel ab, um einen ausgeschmückten Erlebnisbericht zu schreiben. Mehrere Tage später bei ProSieben. Die Anmoderation lässt Ofarims Anschuldigung wie eine bereits gesicherte Tatsache klingen. Seitdem der Sänger Gil Ofarim vor einer Woche in einem Leipziger Hotel abgewiesen wurde, weil er einen Davidstern trug, diskutiert ganz Deutschland, wie tolerant sind wir? In der Sendung wird kurz auch auf die Aussagen des Mitarbeiters eingegangen. Ofarim reagiert auf die Zweifel abwehrend. Ich frage dich, glaubst du wirklich, dass jemand, der in der Mitte der Gesellschaft steht, dann dazu auch steht und sagt, ja, das habe ich so gesagt und dazu stehe ich. Pack deinen Stern weg, dann kannst du hier einchecken. Er schildert hier auch Bedrohungen, die er nach dem Posting zu spüren bekam. Am Folgetag erklärt er dann auf Instagram: Ich habe heute meine Zeugenaussage gemacht und eine Strafanzeige gegen den Mitarbeiter des Westin Hotels gestellt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Vorfall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Leipzig. Hier wird zu den Vorwürfen beider Seiten ermittelt. Vor Abschluss der Ermittlungen will man sich hier nicht äußern. Und auch Gil Ofarim selbst haben wir natürlich für diesen Film angefragt. Auch er möchte sich während der laufenden Ermittlungen nicht mehr äußern. Der Fall zeigt, wie schwierig es offenbar ist, die Distanz zu bewahren, wenn ein das Thema so sehr bewegt. Gernot Lehr ist Medienanwalt. Er beschäftigt sich regelmäßig kritisch mit Berichterstattung über Personen und deren Konsequenzen für die Betroffenen. Wie muss dann über solche Anklagen in Videos von Herrn Ofarim berichtet werden, gerade in diesem sehr sensiblen Zeitraum, Stunden später oder Tage später, wo die Debatte ja schon so hoch war im Netz? Ja, also die ideale Antwort wäre, die aber nicht realistisch ist, dass man gar nicht berichtet. Aber das funktioniert ja nicht. Und wenn man dann tatsächlich berichten muss, dann sollte man wirklich in jeder Form zurückhaltend berichten und sagen, wir wissen nicht, was wahr ist. Das hätte wirklich zum Ausdruck kommen müssen. Der Rezipient, der Leser, der Zuschauer hätte erfahren müssen, das mag so gewesen sein, es kann aber auch anders gewesen sein. Das heißt, hier haben die Medien eine extreme Verantwortung gegenüber allen Beteiligten. Wir können Herrn Ofarim extrem Unrecht tun. Wir können diesem Mitarbeiter, der hinter der Rezeption stand, extrem Unrecht tun. Beide können für ihr Leben durch eine falsche Berichterstattung gekennzeichnet sein. Darüber muss man sich im Klaren sein. Tatsächlich werden solche Vorwürfe schnell ein Teil der eigenen Biografie und Reputation. Bei Wikipedia zum Beispiel wurde das Ganze bereits in den Artikeln der Beteiligten verewigt. Als Antisemitismusvorwürfe bzw. Vorfall im Hotel. Das alles noch, bevor die Staatsanwaltschaft überhaupt ein Ermittlungsergebnis verkündet hat. Die Medien ermitteln selbst auch in dem Fall. Mehr als anderthalb Wochen nach Ofarims Instagram-Post bekommt die Online-Debatte eine überraschende Wendung. Es kommt zu einer zweiten Welle. Am 16.10. kündigt die Bild Online mit einer öffentlichkeitswirksamen Schlagzeile dieses aufrüttelnde Bild-Plus-Video an. Doch diese exklusiven Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeichnen möglicherweise ein anderes Bild. Ofarim ist beim Betreten des Hotels zu sehen, im Gespräch mit einer Person an der Rezeption und schließlich beim Verlassen des Hauses.
Seine schwarze, geöffnete Lederjacke, darunter ein T-Shirt, sind gut zu erkennen. Nicht zu sehen ist aber seine silberne Kette mit dem auffälligen großen Davidstern, die der Sänger später in seinem Instagram-Video um den Hals trägt und in die Kamera hält. Am nächsten Tag berichtet die Bild am Sonntag mit großem Titel und rechtfertigendem Zitat von Ofarim. Der Satz, der fiel, kam von hinten, das heißt, jemand hat mich erkannt. Es geht hier nicht um die Kette, es geht eigentlich um was viel Größeres. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt. Ein Zitat, das Fragen aufwirft. Aber Ofarim hält dagegen, lässt seinen Post online, gibt Interviews, erklärt, er habe die Kette immer an. Bei Bild kommt es zu dieser eindrücklichen Szene. Tragen Sie diesen Stern auch heute? Können Sie ihn sehen? Gerade nicht. Alles klar. Dankeschön. Es sind kritische Fragen, denen sich Ofarim aber nach dieser neuen Veröffentlichung stellt. Die Debatte bekommt im Netz jetzt eine Eigendynamik. Judith Ackermann hat das Vorgehen Ofarims genauer betrachtet. Der Versuch, die Message weiterhin zu kontrollieren, zeigt sich ja darin, dass das Video auch weiterhin auf dem Ursprungsaccount, an seinem Ursprungsort stattfindet. So ist man immer noch selbst Teil des Austausches. Dass es sich weiter bewegt, das ist einfach der Fall. Wenn was viral gegangen ist, kann ich es nicht mehr vollständig kontrollieren. Ich kann aber dafür Sorge tragen, dass ich selbst noch gehört werde in dem Austausch. Neben vorsichtigen Zweifeln an Ofarims Berichten fällt in den sozialen Medien noch etwas anderes auf. Der Ton gegen Ofarim wird rau. Auf YouTube finden wir ein Video, in dem man sich über ihn lustig macht. Wo ist mein Stern? Ich dachte, ich hätte ihn immer an. Die Reaktion einiger User auf die Wendung des Falls beweist etwas ganz Entscheidendes. Antisemitismus ist nach wie vor ein Problem in Deutschland. Das habe ich hier schon von Anfang an gesagt, dass er eine jüdische Karte zieht, weil es gerade in Mode gekommen ist. Er sagt einfach nicht die Wahrheit, er lügt. Aber es ist so, dass die Juden sich immer gleich beleidigt fühlen, wenn sie nicht recht bekommen oder bevorzugt behandelt werden. Beim rechten Medium Kompakt findet ein Videokommentar hämische Worte. Die etablierten Medien sprangen sofort auf den armen jüdischen Gil und eröffneten gleich wieder die Grundsatzdiskussion über Antisemitismus in Deutschland. Eigentlich ein alter Hut. Aber so alt der Philipp Peymann-Engel kennt Gil Ofarim von früheren Veranstaltungen. Er ist Journalist bei der Jüdischen Allgemeinen. Was sagt er zu diesem Video? Sprachlos, bin echt sprachlos. Musste am Anfang lachen, aber es ist einfach nur ekelhaft. Wirklich nicht zum Lachen, sondern zum Weinen. Auch Engel und seine Kollegen spüren die Auswirkungen der Ofarim-Debatte ganz konkret. Ich erinnere mich an eine krasse Sache, die wahrscheinlich stellvertretend steht für viele andere Zuschriften in Social Media, aber auch auf dem Mailwege, dass einer gesagt hat, ja, ist doch klar, dass der gelogen hat, nachdem die Juden totgeschmissen wurden mit Geld nach der NS-Zeit, nach 45 will er sich bereichern und er hat sich das alles ausgedacht, um im Lichte der Öffentlichkeit mehr stattzufinden, um Öffentlichkeit zu bekommen, mehr Platten zu verkaufen, um prominenter zu werden. Ja, solche Zuschriften sind das dann. Glauben Sie denn, dass die Art und Weise, wie dieser Fall jetzt rezipiert wurde, auch eventuell dazu führt, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, antisemitische Diskriminierung, eventuell sich jetzt weniger lautstark darüber beschweren werden? Definitiv, mit Sicherheit. Also das weiß ich aus meinem eigenen Erleben bei jüdischen Freunden, Familienmitgliedern. Ich glaube schon, dass Opfer oder Zeugen von antisemitischen Vorfällen definitiv weniger zur Polizei gehen werden nach der Gil-Ofarim-Debatte als vorher. Wobei vorher auch schon sehr, sehr wenige das gemacht haben. Also die Dunkelziffer, das weiß ich aus dem eigenen Erleben, muss riesig sein. Mehrere Wochen nach dem Vorfall erklärt die Hotelgesellschaft, man habe interne Ermittlungen abgeschlossen. Ergebnis? Keine arbeitsrechtlichen Schritte gegen den Mitarbeiter. Und dieser Ermittlungsbericht soll einige Tage später noch zu einem dritten Beben führen. Denn am 27. Oktober erscheint dieser Artikel der Zeit.
Anne Hänig und Martin Machowitz haben einen exklusiven Einblick in diesen internen Ermittlungsbericht einer vom Hotel beauftragten Kanzlei bekommen. Der Bericht stärke die Version des Hotelmitarbeiters anhand von Zeugenaussagen und Überwachungsmaterial. Ihr Artikel ist eine Rekonstruktion des Abends, auch auf Grundlage dieses Berichts. Ofarims Anwalt schreibt von einem vom Hotel bezahlten Untersuchungsbericht. Ja, wir wussten schon, wenn das öffentlich wird, was in dem Bericht steht, dass das eine große Aufklärung geben wird, dass das der Geschichte auch einen neuen Dreh geben wird, dass die Leute plötzlich anders draufschauen werden. Gerade deswegen wussten wir vom ersten Moment an, wir müssen damit verantwortungsvoll umgehen. Wichtig ist für uns immer gewesen, dass dieser Bericht nicht unsere einzige Quelle ist und dass wir diesen Bericht auch mit unseren eigenen Recherchen permanent gegenchecken, prüfen. Die beiden haben in dieser Zeit mehrere Texte geschrieben, die zeigen, wie uneindeutig dieser Fall ist. Dafür haben sie sich von Anfang an bewusst Zeit gelassen. Ich finde, es ist auch in der Verantwortung der Medien zu schauen, ob eine große, auch medial transportierte Empörung oder auch medial getriebene Empörung dann noch auf dem Boden der Tatsachen bleibt. So. Oder ob man später Dinge korrigieren muss, auch im Sinne derer, die da ja herbe Vorwürfe erleben. So. Und sich plötzlich inmitten eines bundesweit diskutierten Skandals wiederfinden. Man muss dann auch ab und an den Mut haben, eine Geschichte halt einen Tag länger liegen zu lassen und zu sagen, okay, dann sind wir jetzt nicht in der ersten Berichterstattungswelle dabei, aber vielleicht haben wir dann in 1, 2, 3 Tagen die bessere, relevantere und richtigere Geschichte. Und sich aus diesen Dynamiken aber rauszuziehen und sich aus so einer Empörungsdynamik rauszuziehen, das ist natürlich mit das Schwerste an unserem Beruf, weil Journalisten natürlich immer den Impuls haben, auch vorne dran zu sein, auch früh dran zu sein, die Ersten zu sein. Ofarims Anwalt schreibt, die Ermittlungen sollten auch weiterhin der verantwortlichen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei vorbehalten bleiben. Die Debatte ist nun vorerst abgeebbt. Im Dezember stellten Ermittler die Geschehnisse im Hotel nach. Bisher gibt es kein Ergebnis. Was haben wir nun gelernt aus dem Fall Gio Farim und dem Umgang mit viralen Videos? Hätten wir da vorsichtiger sein müssen? Und was können wir zukünftig da besser machen? Die Lautstärke des ersten Tages ist jetzt einem großen Schweigen gewichen. Wir haben einige der prominenten Stimmen angefragt, die sich früh zum Vorfall im Hotel positioniert haben. Uns erreichen schriftliche Statements. Ein Interview will vor Ende der Ermittlungen kaum jemand geben. Einer jedoch ist bereit, mit uns über seinen Tweet zu sprechen. Der Journalist Mirko Drotschmann, auch bekannt als Mr. Wissen to go. Am 5.10. twitterte er: Beschämend und leider kein Einzelfall. Er erklärt, wie er seine Rolle als Journalist in dieser Debatte sieht. Ich bin da normalerweise ganz streng. Ich finde es schwierig, wenn Journalisten ihren Beruf mit dem des Aktivisten verwechseln und vielleicht unter dem Deckmantel der Haltung Positionen beziehen und den Standpunkt der Neutralität verlassen. Ich finde aber beim Thema Antisemitismus darf es keine Neutralität geben. Das sind einfach Themen, da muss man sich als gesunder Mensch positionieren. Und deshalb habe ich in dem Fall auch so schnell reagiert, jetzt rückblickend sicherlich zu schnell. Und die Dynamik bei Twitter hat ihn entsetzt. Das ist dann tatsächlich die hässliche, die negative Seite des Ganzen. Und das sollte auf jeden Fall eine Lehre sein und ist mir auch eine Lehre, dass man ja vielleicht auch ein Stück weit mit dazu beigetragen hat oder sowas mit ausgelöst hat, selbst wenn man weder Ross noch Reiter genannt hat, aber einfach nur, indem man dabei war. Juristisch ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Egal wie das Ganze am Ende jetzt ausgeht, die Wahrheit kennen wohl nur die direkt Beteiligten. Und wir Journalistinnen und Journalisten müssen eben versuchen, uns so nah wie möglich daran zu tasten. Egal wie viel Zeit das kostet und ein paar Empörungswellen im Netz schneller sind.